Heißt, hier ist noch Wasser. Ach ja. Unintelligent. Hüp, hüp, hüp. Immer diese Springerei. So, dann kann ich hier mal gerade... Ich meine, ich muss eine Schaufel machen können. Ja, okay. Gut, dann muss ich mir jetzt noch ein Solarpanel herstellen. Und zwei Motoren nach wie vor. Ja, es ist Arbeit, aber es lohnt sich einfach. Von der Energie her. Naja, und da ich ja die Apparaturen nicht permanent brauche eigentlich. Kann sich da auch ganz gut Strom speichern. Eben. So. So, da ist Wasser raus. Da ist das Wasser raus. Ja. Also die, natürlich war das jetzt nicht alles umsonst, was ich jetzt letzte Woche gemacht habe. Ich werde jetzt hingehen und werde dann das ganze Wassergedöns werde ich bei uns hinten bei der Quarry benutzen. Damit wird nämlich da hinten nämlich ein Solarpanel frei. Was ich wiederum sehr, sehr gut finde. Und Solarpanels frei werden lassen ist immer gut. So. Wofür ist eigentlich das Wireless-Modem? Keine Ahnung. Ich glaube, damit kannst du einfach nur hingehen und musst es an die Turtle ranschließen. Oder so. Und dann kannst du der von PC oben heraus Befehle geben. Ah, okay. Wer mich jetzt nicht alles täuscht. So, da muss eins hin, da muss... Das packen wir uns hier rein. Ne, die muss ich mitnehmen. Cobblestone packen wir eben in die Barrel. Gut, das weg. Ich müsste jetzt gleich das ganze Wasser hier weg haben. Und dann kann ich hier ein bisschen den Raum bearbeiten. Erde. Jawohl. 1, 2, 3. Okay, 3 Stück haben wir jetzt voll momentan. Was? Mit Cobblestone. Ich bin echt am überlegen, nochmal alles rauszuholen und hier zu diesen hier zu machen, vorübergehend. Zumindest wenn der Platz wirklich weiterhin so eng wird. Da. Also wenn es irgendwann dann zu eng wird vom Platz her mit den Cobblestone. Einfach Cobblestone ignorieren? Nein, man weiß nie, wofür man es braucht. Gibt es Maschinen für, die den herstellen? Ohne Strom. Ja, aber was wir haben, das haben wir. Ja. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stacks Eisen. Hm? Volle. Ja, das klingt doch nett. Aber noch nicht alle gebraten. Nee, nicht einer davon. Das dachte ich mir. Ich kann ja mal einen reinpacken. Und was sieht's eigentlich aus? Wir haben auch wieder 36 Zinnbarren. Das ist schön. So, die Dinger müssen weg. So. Dann brauchen wir nämlich wieder drüben. Da auch nicht. Hast du es jetzt oben reingetan? Du weißt, dass ich gerade unten die ganze Stromversorgung abgekappt habe. Ja, aber ach so, du hast auch die Badbox rausgeholt. Nein, habe ich nicht. Doch, die ist weg. Ah ne, da ist sie doch. Da ist doch noch 40.000 Energie drin normal. Die Badboxen, die bleiben auch. So, und jetzt muss ich gucken. Hier kommt dann der Liquid Tesseract hin. Ne, der kommt. Erstmal muss ich hier das meinen Vorstellungen entsprechend machen. Weil dann kann er ja erstmal die Dinger leer saugen, wenn wirklich Not tut. So,
jetzt kommen wir jetzt aber mal zu dem Solarpanel. Jo. So, ich habe das jetzt hier den Raum komplett. So, das heißt hier hinten. Das Solarmodul ist das, gell? Ja, genau. Kohlestaub habe ich 3 Stück gesehen, 3 Glas, ein Generator und elektrische Schaltkreise. Okay. Die ganze Wand war mit dem. Dann können wir hier auch hier dann den Rest von dem Ding. Dann können wir die vorne hier runter dahin leiten. Passt das? Das passt. Wunderbar. Das heißt, ich kann hier jetzt den Tesseract hinstellen. Okay. Kann sagen. Receive only. 1 Lava plus. Zip, dip, dim, dim. 2 Lava. So, jetzt bin ich gerade am Rätseln. Ja. So, und hier haben wir ignored. So, und hier kommt dann die Lava ja raus, deswegen nehmen wir jetzt diese Waterproofed. Hatte ich noch Kabel, jawohl, da. Und dann kommt hier. Oder davon brauche ich später noch mehr. Mit anderen Worten, ich muss wieder Kautschukfarben gehen. Schreckliches Teil. So, und hier kommt jetzt die Geothermal. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch einen weiteren schaffe. Oder ob das überhaupt im Moment noch nötig ist, weil ich glaube, mit einem normalen Badbox ist es überhaupt nicht nötig. So, die kommt dann hier vor. Da kriegt er nämlich hier hinten dann das Zeug rein. Und dann kommt hier. Weil hierfür brauche ich 6 Stück pro. Genau, Glasfaser. Und das kann, wie gesagt, sein, dass das hier jetzt gleich alles in die Luft fliegt. was ich jetzt persönlich jetzt nicht hoffe. Ja, dann fliegen eine Menge Ressourcen um uns um die Ohren. Wieso? Ich meine ja nur. Ja, werden wir jetzt sehen. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich echt nicht. So, Fackeln würde ich auch ganz gerne haben. Fällt mir gerade auf. Das kann weg. Fackeln. Ach ja, Niederspannungskabel kann weg. Das kommt weg. Meine Güte, habt ihr kein Zuhause, ihr dummen Zombies? Nee, deswegen wollen sie jetzt uns. Ist doch ganz logisch, Mann. So, Fackeln. Ah, hi, Spinne. Hi, Angry Zombie. Ist die Spinne mir doch glatt ins Schwert gelaufen? Dummes Ding. So, Fackeln sind drin. Normalerweise kann man das hier auch mit dem Tank machen, also normalerweise macht man das auch mit dem Tank. Ja? Also geht dann hin und macht so einen riesigen Tank, wo dann Lava drin gespeichert wird und so. Das haben wir jetzt noch nicht. Das aber wir haben immerhin für die Zukunft genug Eisen, um den machen zu können. Das ist schon mal etwas. Wenn du nicht Stahl dafür brauchst. Nein, ist, glaube ich, Eisen. Gehärtetes Eisen. Gut, das heißt, ich futter mich jetzt wieder voll und dann werde ich mich in die Hölle wagen. Denn ich muss das Zeug hier platzieren. Wo bist du? Du bist draußen am Kämpfen? Ja, eigentlich will ich Kautschuk farmen. Hast du deinen diesen Ding da gelassen? Dieses was? Hier zum Abbauen von dem Zeug. Diese Zange, die der Schraubenschlüssel, der ist noch oben in der Kiste, ja. Gut, den würde ich gerne mitnehmen. So, den Tesseract haben wir den ersten. Das, der ist auch schon gestellt. Ja, dann ist der hier drin, der Schraubenschlüssel, genau. So. Jetzt brauchen wir noch von hier das ganze Zeug, was wir mitnehmen wollten. Tesseract,
Pumpe, Chunkloader, Redstone Engine. Und los geht's. Jetzt nicht sterben. Jetzt alles nur nicht sterben. Bitte, bitte, bitte nicht sterben. Weißt du, was du machen könntest? Hä? Ab wenn wir irgendwo Ender-Augen herkriegen, könntest du dir zwei Ender-Truhen machen. Dann hast du zumindest die Scheiße sicher. Ja, brennen. Tut dir auch mal ganz gut. Fettes Vieh. So, da hinten war irgendwo so ein Teil, wo ich Lava abfahren wollte, aber nicht konnte. Hier bin ich das letzte Mal gestorben. Super. Finde ich immer wieder toll, dass mir das Ding das anzeigt. So, irgendwo war hier doch so ein Lavasee, wo ich... Kautschuk. Ach, und der nächste Kopf. Noch hier irgendwo hatten wir das doch hier. So eine kleine... Genau, da hatten wir das. Okay. Genau, da hinten an der Wand. Dann kommt das da hinten an die Wand. Nein, 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 nein. Wo bist du? 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 Wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Bitte, 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 bitte. Ach, ihr blöden Vertreter. Meine Nerven. Was war das jetzt nochmal? So, Solarmodul. Für die brauchte ich veredelte Eisenbahn. Ich hab's geahnt. Haben wir davon noch zufällig welche? Weiß ich nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Mache ich erstmal hier vorne ein bisschen dicht. Genau. So. 10 davon. Ist hier unten eigentlich wieder alles angeschlossen oder nicht? Nö. Okay, dann ist der jetzt augenblicks leer. Ich bin ja gerade dabei. Ja, nö, war jetzt nur eine Frage. Die Wasserdinger sind halt komplett weg. Ja, dann können wir den schon mal rausholen. Danke, weg bist du. So. Dann könnte ich ja eigentlich auch die Wasserdinger nehmen. Anstatt ein Solarpanel. Nee, ich will die Wasserdinger ja nach hinten bringen. Achso, du wolltest die ja da hinten dran tun, ja. Ja. So, eine Redstone-Pumpe und einen Hebel. Da oben drauf kommt das Teil mit Sand-Only, Lava. So eine Wassermühle ist ja gar nicht so teuer. Nee, aber die bringen ja eben, wie gesagt, auch ja, nicht so viel, wie du ja, weißt. Ich dachte, 3 Stück bringen so viel wie ein Solarpanel, nur halt permanent. Nee, im Lebtag nicht. Du kannst ja hier die Wassermühlen, die bringen 0,05 oder so. Und ein Solarpanel bringt alleine, glaube ich, schon 5 bis 6 bis 7. Hm. Nee, so viel wollte ich nicht mehr reintun. Ich denke mal, das dürfte reichen. So, und ich hoffe jetzt einfach, dass das alles funktioniert. Jetzt muss ich hier nur noch den Chunkloader hinsetzen. Ach, Mist. Und war das letzte, glaube ich, ne? Chunkloader. 3 Chunks. Locker. Lasers. Ja, alles klar. Okay, jetzt heißt es hier rauskommen. Ohne zu sterben. Das ist immer die größte Herausforderung. So, 2 Stück davon und ein Kupferkabel haben wir noch übrig. Das dürfte eigentlich genau reichen für die Batterie, oder? Was? Die braucht 4